Hallo, das ist der Wolf Games und herzlich willkommen zum PBL-Kampf gegen den Logi. Ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz übers Team und dann geht es in den Kampf. Ja, der liebe Logi hat im S-Tier tatsächlich einen sehr starken Chor, Mega Altaria und Jiri. Das ist ja schon quasi ein Fantasy-Chor, Fairy Steel Dragon und das mit zwei Pokémon, was natürlich ziemlich krass ist. Vor allem auch ziemlich starke Pokémon. Mega Altaria natürlich in Gen 6 nochmal ein bisschen besser, weil die Fähigkeit Pixelate natürlich noch nicht genervt wurde. Dementsprechend sehr, sehr starker Chor, sehr scary auch. Muss man sich auf jeden Fall gut gegen vorbereiten, weil Mega Altaria kann schnell durchgehen. Jiri kann natürlich mit dem Core-Mindset sehr gefährlich werden oder einfach mit Iron Man durchflinchen. Muss man auf jeden Fall aufpassen. Dann hat er im A-Tier Slowking, was vermutlich einer der besseren A-Picks ist oder vermutlich der beste, weil Regenerator einfach krass ist. Krokodile immer solide. Boreos, na gut, den kann man zumindest ein bisschen besser handeln. Der kann keine Boots tragen und der kann keinen Z-Move. Das heißt, in Gen 6 ist er nochmal ein bisschen schwächer, was gut ist. Im B-Tier hat er Frostless, könnte Spikes legen, Destiny Born könnte nervig sein, muss man mal schauen. Miltank, immer solide. Amber, ziemlich sein bester Breaker, to be honest. Gut ist, der killt sich selber und wir haben eine gute Antwort dagegen. Und dann im C-Tier hat er Manectric, der ist ganz netter Electric-Type, Bluebella, muss man sehen, was der macht. Und Weezing, also das gute Smogmog, was natürlich immer nice ist. Gut, was habe ich mir überlegt? Ich möchte ein defensives CM Megalatias mitnehmen. Max Speed, damit ich mit Frostless Speed sein kann. Generell bin ich fast das schnellste Mondern, was ziemlich nice ist. Das Einzige, was mir auch Speed ist, Boreos Speed mit Frostless natürlich. Command, Ice Beam, Thunderbolt ist ziemlich gut. Hittet auch alles, deswegen hier diese Coverage. Ich habe mir das mit Psych, Surfer, Dragon Move überlegt. Aber ich habe nur zwei Move-Slots frei und das heißt Ice Beam und Thunderbolt hitten alles. Mit 140 Special Attack sind wir gar nicht mal so weak. Ich habe nochmal 8 in Death Zones gesetzt, damit wir halt ein bisschen was tanken. Wir checken halt auch so ein paar Special Threats, wie sowas wie Slowking und auch Manectric, was ziemlich nice ist. Und sind dementsprechend ziemlich gut, glaube ich, dabei. Und wir checken auch Ember, was nice ist. Dann haben wir das Empoleon dabei. Das soll Mega Altaria checken, deswegen auch die Flash Cannon. Und auch Jiri, das heißt gegen die beiden S-Pokémon bin ich da ziemlich gut dabei. Bei Special Jiri, na gut, das kann ich nicht so gut handeln. Da muss ich andere Sachen mir überlegen. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Aber prinzipiell ist er ziemlich gut, kann Hazards removen. Kann auch mal den Earthquake tanken, was ziemlich gut ist, weil wir Max Fistiff sind. Dementsprechend Empoleon sollte einen soliden Job machen. Houndoom ist dabei. Diesmal tatsächlich All Out Attacking mit Black Glasses. Warum? Die drei ersten drei Attacken sind ja ziemlich stark. Dark Pulse, klar, nicer Step. Fire Blast nochmal. Anderer Step, Sludge Bomb hittet das Mega Altaria, was mir recht wichtig war. Und Pursuit, weil Slowking könnte ein bisschen nervig sein und den vielleicht zu trappen wäre ganz nice. Oder generell was zu trappen. Warum nicht? Deswegen Black Glasses, weil der Last Move war mir ein bisschen unsicher, was ich hier nehme. Pursuit sah dann gegen Ende ziemlich gut aus. Und deswegen ist es das. Ein Life Orb wollte ich jetzt nicht haben. Klar, ein bisschen stärker wäre vielleicht nice, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Damage nehmen. Dementsprechend kein Life Orb. Dann haben wir Scarflare und T. Scarflare und T bietet sich halt verdammt an, weil er schneller ist als ein plus 1 Mega Altaria. Der könnte natürlich einen Drachen dann Set fahren. Generell möchte ich was sowas wie Core Magic Revenge killen kann. Dementsprechend ist Scarflare hier auch nochmal ziemlich nice und das ist ja einfach dann das, was sich hier anbietet. Apropos Jiri, Revenge und so weiter. Miss Magic ist dabei, diesmal mit einem kompletten Support-Set. Mit Will-O-Wisp Hex Taunt, Will-O-Wisp plus Taunt kann ich tatsächlich Miltank auch bieten, weil er kann mir nicht so viel. Mit Wisp Hex bin ich tatsächlich gar nicht mal so weak, weil Hex mit 130er ist gar nicht mal so weak. Natürlich, Will-O-Wisp ist ein super Status. Und der Last Move ist Heal-Bell, weil Megalatias hat natürlich keinen Refresh, keine Fitten. Aber falls mich irgendwas Status, so ein Toxic auf Megalatias, das wäre doof. Das heißt, hier haben wir die Heal-Bell drauf und können tatsächlich dann den Status entfernen. Ziemlich cool, dass man das Match das lernt. Das musste ich jetzt auch erstmal realisieren. Aber das ist nice. Das heißt, falls Status kommt, können wir den tatsächlich entfernen. Wir haben natürlich keine Recovery, kein gar nichts. Aber die Cobra Berry, das heißt, falls er mich trappen möchte, muss er erstmal das versuchen, muss er was in den Will-O-Wisp reinwechseln. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und ich glaube, Miss Magic könnte einen coolen Support-Job machen. Dann haben wir als Last One Cobalion. Unser Rocker ist diesmal Special Cobalion, to be honest. Was ganz cool ist, weil er kann sowas wie Intimidate, sowas wie Intimidate Crocodile haben, sowas wie Miltank hätten wir damit ein bisschen besser. Und falls sowas wie Cotton Guard, Cotton Guard ist Cotton Guard Gen 6, ist auch egal. Auf jeden Fall, er hat so ein paar physisch-defensive Threats, wie zum Beispiel Weezing auch. Die möchte ihr mit der speziellen Seite hitten. Und tatsächlich speziell Cobalion auch besser. Das Einzige, was halt nervig ist, dass ich Focus Blast eventuell mal hitten muss. Aber das ist dann okay, dann, damit muss ich dann leben. Hab einen etwas stärkeren Volt Switch, was denke ich mal ganz gut ist. Ich mache gegen Slowking immer noch nichts, aber hey, wer weiß, vielleicht hilft mir das irgendwas. Und dann nochmal die Schuckerbeere, damit ich halt die Ground Moves ein bisschen besser tanke. Ich bin tatsächlich ein guter Check gegen Crocodile und sollte auch ein Check gegen Mega Altaria jetzt zumindest sein. Plus zwei Adamant Return kann mich zwar immer noch weghauen, aber davon wollen wir mal nicht ausgehen. Und dann ist dann der Kader. Jo, und das wäre dann das Team. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Kampf. Ja, und damit sind wir dann im Kampf und ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Ich schreibe ihm mal Have
abfahren und damit kann es dann soweit auch losgehen. Ich habe die Deoxys-Musik ausgewählt. Ich habe einige Sachen anscheinend nicht freigeschaltet. Limited to... Keine Ahnung. Anscheinend muss ich manche Sachen noch freischalten. Ist ja auch egal. Ich mache die Liste mal zu, weil das interessiert ja im Kampf nicht. Ich meine, ich kann mehr über Visionen noch reden, aber ich weiß nicht, inwiefern euch das wirklich interessiert. Deswegen ignorieren wir das einfach mal und werden uns jetzt auf einen spannenden Kampf freuen. Ja, das so Anreden erinnern mich doch ein bisschen an die Zeiten vorher. Vor dem Krieg. Ich alter Opa. Okay, es geht los. Gespannt, er hat seinen Tornadus dabei, sein Boreas. Nee, das. Okay, interessant. Sein Embor. Der Flammirex, sein Slowking. Manectric. Nicht so, wie ich es erwartet habe. Er hat seinen Crocodile nicht dabei, was gut und schlecht ist. Ich muss mir halt keine Sorgen machen um Trapping, was I guess ziemlich nice. Megaltaria, okay. Seine Ground Immunity ist Tornadus, wenn er sich gemegert hat, was ziemlich gut ist. Weil er hat nichts. Wenn ich Tornadus wegkriege, Megaltaria gemegert ist, mich ich mit Leno EQ drücken kann, sieht das nice aus. Das ist mein Plan Nummer 1. Megalati sieht generell einfach ziemlich nice aus. Jury ist das einzige Problem da. Poly macht nicht so viel. Checkt ein paar Mons. Das Problem ist, meine Haut wird von Ember gecheckt, was nicht so nice ist, aber das ist okay. Wisp Mismatch ist jetzt nicht so nice. Kobelin ist einfach ein solider Lead. Und ich glaube deswegen das, weil Kobelin ein guter Lead ist. Ich mit Leno Lead. Kobelin ist so ein guter Lead, dass ich mit Leno Lead. Nee, einfach eine Jutin rauszuhauen und so ist einfach fein. Deoxys-Musik. Yo, das ist crazy. Yo, hört euch das mal an. Das ist ja crazy. Ikarus. Okay. Also mein Name ist Mr. Clean. Ich bin faster als du. Und ich drücke jetzt einfach mal eine Stone Edge. Worst case ist der Sash und drücke HP Eyes, ne? Hurricane killt mich niemals, ne. Worst case ist, selbst wenn es Sash ist. Also Stone Edge killt ihn immer, ne? Er könnte auch Charty Berry sein. Das ist genauso schlimm wie Sash. Ich meine, selbst HP Eyes kann mich nicht killen. Wisst ihr was? Drücken Steinkante. Let's go. Er ist Charty Berry, okay. Aber HP Eyes ist eine Roll. Okay. Und HP Eyes muss mich nicht killen, weil wenn er nicht live up ist, kann das leben. Wie war das mit, ich hab das gecallt? Hey, guck mal, Guys, ich hab's gecallt. Gut, dass ich was dagegen gemacht habe. Nicht. So, super. Mein Plan mit einfach Earthquake Spam ist natürlich, der hat gut funktioniert. Ja, es ist fein. Ich meine, ich kriege immer die Mega raus. Ich T-Bolt jetzt und wir kriegen probably den Kill. Ne? Aber es ist... Warum habe ich nicht auf mich selber gehört, wisst ihr? Ich sag noch so, ja, Charty Berry HPAs. Ich meine, es ist halt keine gute Rofin. Es ist 37,5, das heißt, ich dachte, hey, wisst ihr was, man kann das mal machen und dann muss Tim mitspielen. Das heißt, er hat halt eine Lucky Row bekommen, aber, was heißt Lucky Row? 37,5, es ist halt unter 50%, weil, you know, kannst du kriegen, kannst du nicht kriegen, aber es ist halt schade, ne? Aber, you know, bin ich selber schuld, weil ich bin das eingegangen. Ja, und, you know, jetzt haben wir Lerno verloren, deswegen... Wäre ich einfach mal rausgejutend in meinen, keine Ahnung was. Ich habe keinen geilen Switch in, aber es ist fein. Wir kriegen die Mega, wisst ihr was? Alles für die Mega ist fein. Wenn wir Rocks kriegen, die wir kriegen mit Cobra, können wir nicht mehr mit Earthquake sweepen. Weil wir haben keinen Mom mehr, was Earthquake drückt. Es ist okay. Was hat Lando realistisch gemacht? Eigentlich nichts, außer eine Revenge Kill. Und das ist nice Revenge Kill, wisst ihr was? Ist okay, muss ja nicht sein. Er geht übrigens niemals im Manectric. Wenn er jetzt im Manectric geht, Alter, ich kriege die Krise, wenn er jetzt im Manectric geht. Deswegen auch Mega T-Bolt, weil es ist literally besser gegen alles als, nice, das heißt, den killen wir einfach, Mega kommt raus. Guck mal, Trade-Off ist schon, I guess, fein. Das ist okay. Es ist nicht nice, es ist aber okay. Okay, ne, hit it. Ist unfortunate, aber okay. Oh nein. Oh nein, es ist einer von diesen Kämpfen. Okay, wir killen ihn, man. Alles andere wäre jetzt dramatisch gewesen. Okay, Tornadus ist weg.
Das bedeutet, dass unser Cobalion unser schnellstes Mon, das schnellste Mon auf dem Feld ist. Was gut ist. Das ist was Gutes. Wir müssen Slowking mitkriegen. Das ist sehr wichtig. Fluffy. Mega Altaria. Hm. Ja, komm, ich gehe in Empoleon. Ich hätte jetzt, würde jetzt gerne Ice Beam drücken, aber genau, es ist nicht der Play. Es ist nicht der Play. Ja, wir gehen raus. Vor allem, da wir confused sind, ist das wirklich nicht der Play. Der megert sich jetzt hier. Genau, wir gehen in Podest, in Anthony Podest. Okay, ich sollte direkt Damage checken. Das wäre eine sehr gute Idee von mir. Ha, Biene, du bist so smart. Schawelle, okay. Er ist ein spezielles, mir viel lieber als physisch. Das macht eine Menge. Das macht 274. 98. That's offensive. Okay, ich hau eine Toxin raus, weil Prey sowas wie Slowking reinkommen wird. Okay, es mixt. Aber das ist okay, weil das sollte jetzt gar nicht mal so viel Schaden machen. Ja, genau. Ja, wir sind eigentlich recht defensive. Und wir haben ihn getoxigt. Okay, das ist nice. Das ist nice. Weil das ist einer der wenigen Mons, die halt wirklich was gegen mein Dings machen können. Gegen mein Megalatias. Und den gestartet zu haben, gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Gut, haben wir mal eine Flashcan raus. Nervig ist natürlich, dass Jiri gut dasteht, aber wenn er physisch offensiv ist, dann können wir den EQ auf jeden Fall nochmal tanken. Das ist fein. Holen wir mal eine Lichtkanone raus. Mega Tizer aber getoxic. Und sollte er keine Heal-Bell haben auf dem, was nicht sehr leicht ist, weil er Roost Probe noch, dann ist das fein. Okay, wechsel aus. Score wäre der bessere Play gewesen natürlich. Auf dem Switch-Out mit Electric. Aber wir können halt jetzt in unser Megalatias auf dem Electric gehen und das ist okay. Und wir machen ein bisschen Chip-Schaden, das ist ja auch okay. Kriegen die Lefties? Ja, es ist nach einem sehr holprigen Start sind wir in eine bessere Lage gekommen. Megalatias wollte ihn. Ich habe das mal gekagelt. HP Ice ist echt pathetic. Das heißt, ab in den. Das ist ein bester Place, das ist halt Volt Switch, weil da haben wir keine Immunity mehr. Aber wenn nicht, dann kriegen wir einen Roost, das ist fein. 2, 3, 7. Ich kalk mal, was das für ein Damage ist. Oh, das ist super. Crit. Ah, Megalatias möchte heute einfach nicht. Heute möchte das Game nicht. Die blöde Roll. Crit. Also, schau. Das ist nicht. Okay. Also, der ist auf jeden Fall nicht. Was möchte ich sagen? Er ist nicht. Ist kein Pokémon. Ist kein Mensch. Nein, er ist nicht Specs. Das ist probably Scarf oder sowas, aber das ist good to know. Crit Volt Switch auf jeden Fall so, dass er kein Speck sein kann. Wir gehen in Empoleon, weil probably noch sowas wie Scarf, also Scarf sehe ich, Eisen Chill, ja. Aber das Ding ist halt vierfacher Resist, Fist Step, das macht nichts. 227 minus 203. Ja, 24. Ich kann das auch selber im Kopf rechnen eigentlich, aber ich bin zu aufgeregt. Das ist gerade so 1 KP Schaden mit Lefties. Wenn ich mal offensives Jiri kalke, was ist das für ein Schaden? Das ist. Ist das offensive schon? Das ist offensives Jiri. Also für sich offensiv. Ziff. Okay, ich drück den Scald, weil das ist, glaube ich, der beste Play. Genau, wechselt raus. Scald bringt auf allem ziemlich guten Schaden. Das könnte, to be honest, AV Manectric sein oder sowas, aber auf dem jetzt hier in Siedewasser zu hauen, ist sowieso nice. Das ist ein Non-Burner, wow, das ist mal eine Menge. Ah, leider kein Burn. Aber wir haben die HP wieder zurück. Okay, das ist nice. Wir gehen wieder natürlich back in Megalatias. Okay. Bisher sieht das gut aus. Bisher sieht das gut aus. Manectric ist fast down. Unser Megalatias sieht auch fast down aus, aber der macht halt nicht genug Schaden gegen den Ninja Dragon. Das ist halt so das Ding. Er kann das jetzt predicten, das wäre vielleicht sogar sein Play. Nee, schade. Also ich möchte sogar, dass er prediktet, weil dann kann ich dagegen einfach roosten, weil er macht echt nicht so viel Schaden. Aber es ist okay. Sagen wir, das absorben können, ist fein. Wir sollten es nicht zu oft machen, weil wir brauchen ihn. Der ist jetzt super notwendig, weil Manectric halt scary ist. Nicht, wenn wir mal Rocks kriegen und so, aber, you know, genau. Es ist schon okay. Wenn Ember geht, da roosten wir dagegen, weil wir sind haben HP-Invest. Ember ist best place to be in Sucker Punch. Genau, ja, okay, Jiri. Ich gehe wieder in Empoleon. Gehe ich in Empoleon? Nee. Diesmal gehe ich in den Silberlöwen, weil ich möchte nicht wieder, dass er in Manectric geht. Und ich sehe irgendwie so wie T-Punch kommen, irgendwas, damit er mich so richtig, ha, guck mal, ich hab dich, I gotcha, und deswegen, Catwinne, okay, ja gut. Mhm. Catwinne ist good to know, und das ist probably Scarf. Iron Head.
I'm Red und er hat U-Turn. Das Problem ist halt, ich bin ein bisschen im Vortex getrappt. Das gefällt mir nicht, weil ja, er kann halt die ganze Zeit Momentum-Moves mit Nectric und Jiri drücken. Was mir nicht ganz gefällt. Ich könnte deswegen die Rocks legen. Und er hat probably auch keine Rocks auf Jiri, das heißt, die Rocks sind here to stay. Das Problem ist halt, möchte ich wirklich, dass Kobelin diesen harten Hit jetzt nimmt. Weil Slowking kann recht strong sein und es kann aber echt lohnenswert sein, hier die Rocks zu kriegen, damit er nicht die ganzen Momente pivotet. Er kann auch echt nicht so viel Schaden eigentlich drücken, wenn er nicht offensiv ist. Ja, ich drücke die Rocks, die sind zu wichtig. Er wechselt aus, das ist gut. Nectric, ja super. Perfekt. Gegen dich wollte ich E-Rocks haben. Ja super, das hat gut funktioniert. Chipschaden acquired. Megalatias, switch in, acquired. Nice. Das hat er predicted. Switch out into Empoleon, I guess. Das heißt, der denkt, Empoleon checkt sein Slowking. Das ist gut. Das heißt, wir wissen, dass unser Empoleon Slowking checkt. Das ist eine gute Info. Das kann er gerade Hitzekoller. Super, wir kriegen einen Roost. Perfekt. Megalatias kriegt einen Roost. Nice. Jetzt läuft alles plötzlich. Jetzt in die Rocks gelegt. Momentum geschiftet. Roost acquired. Boah. So, jetzt ist es halt auch weniger scary, dass er halt die ganze Momente kriegt, weil jetzt haben wir geroostet und Rocks liegen. Das heißt, sein Plan kann jetzt gar nicht mehr so hart wirklich klappen. Switch, Erd. Overheat. Okay, Slowking. Also wir haben gesehen, dass er denkt, dass mein Empoleon sein Counter ist. Also wechseln wir jetzt in Empoleon, weil das ist ja obviously dann sein Counter. Das Ding ist, mit CM könnten wir ihn kind of bieten, aber nicht, wenn er selber CM ist. Das heißt, ich wechsle das hier in Empoleon aus diesem Grund raus. Wir sind noch recht high. High. Und deswegen, ja, ist das fein. Genau. Und wir kriegen probably wieder eine Toxic. Nicht nur probably, wir kriegen eine Toxic. Eine Toxic ist immer nice. Also, hey, Empoleon Podest ist da. Gedankengut, okay. Ja, gut, dass wir gewechselt sind, weil wir brauchen auf jeden Fall den Toxic. Weil der ist sonst zu scary. Wir müssen den statusen. Worst case, to be honest. Wisst ihr, was der Worst Case ist, wenn er Rest ist? Rest CM, was ist er dann? Scald? Psyshock? Wenn er Psyshock ist, Rest Talk CM Psyshock, dann, you know, was macht er denn? Ja, du gehst auf jeden Fall Toxic, wir müssen den Status. Und wenn er wechselt, ist fein, aber ich möchte jetzt die Situation nicht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht scalden. Wenn ich jetzt scalde, den Burn RCM, das wäre schlecht. Ne, wir toxicen den jetzt erstmal. Oder wir wissen, dass er CM ist. Das ist wirklich wichtige Information. Weil der ist scary. Okay, wir toxicen. Oh, er ist getoxic, das ist so gut. Oh, das macht ihn so weniger gefährlich, weil er ist scary ansonsten. Okay, Psyshock. Hm? Das Gute ist aber, wir sind Fistiff, das heißt, er macht echt keinen Schaden. Empoleon! Das gefällt mir. Jetzt können wir nämlich Scald spammen. Eigentlich sollte er selber versuchen zu burnen, aber ja, da wir halt aus seiner Sicht anscheinend Counter sind, drücken wir jetzt erstmal Scald. Ja, das gefällt mir, das sieht doch gut aus, das sieht doch echt gut aus. Nach Turn 1, wo wir unser Mon geopfert haben, sind wir im Game. Okay, wechselt aus. Bitte wechsel den Ember, weil denkt, die Flash kann irgendwas kommt. Okay, auf Wiedersehen mit Nectric, das ist gut. Das heißt, jetzt stehen wir 5-4 und haben tatsächlich mal den Mons Advantage plötzlich. Ich glaube, hier geht jetzt ein Ember, aber wir haben noch ein healthy Megalatias und sollten da auch reingehen. Weil das ist jetzt, auch der beste Check dafür. Und dass man sich auch mit denen damit checken muss. Das heißt, wir können da sogar reingehen. Ja, das ist richtig gut, dass Mannequin weg ist. Weil das gibt mir jetzt no reason, nicht in Megalatias zu gehen. Und er checkt den auch am besten. Ja, perfekt. Läuft echt gut. Nach einem sehr, sehr, sehr nicht so nice im Start läuft es dann doch mal ein bisschen besser endlich. So, wir haben 280. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden er macht. Ich würde jetzt Bennett Head smashen, wenn ich er bin. Muss er auch, aber guck mal. Ich kann probably gegen ihn roosten. Bennett Flare Blitz macht halt. Bennett Flare Blitz ist strong, ne? Aber er chippt sich halt selber down. Ich kann dagegen roosten, bis er sich selber mal killt. Und ich glaube, das ist nur eine Rolle, dass er mich überhaupt tooten kann ab dem Punkt. Ja. Also auf jeden Fall ist jetzt unser Latias der Play. Wenn er doubelt, kann er gerne machen. Er hat keine Rocks auf seiner Seite. Das heißt, er nimmt den Schaden und wir, ja. Gehen dann wieder irgendwann weg zum Empoleon und machen tolle Sachen und ja, es ist schwer für ihn. Was gut für mich ist. Hat er Toxic? Das wäre vielleicht ein Ding. Flamblitz. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden er macht. 280 bis. Dann mal ja nischt.
117. Kein Life Orb. 117. 117. Vielleicht ist er Scarf. Er muss aber Adamant. Ist Adamant. Ist auf jeden Fall Adamant. Cool, 117. Auf jeden Fall Roosten. Auf jeden Fall Roosten. Wenn er Scarf ist, dann auf jeden Fall Genesung. Weil dann ist er scary. Tiefschlag. Ja. Also jetzt kommt. Also, als ob ich hier nicht recover. Jetzt komm mal. Jetzt mal Buddha bei die Fische, Kollege. Jetzt T-Bolden wir erstmal. Also, hätte ich jetzt nicht recovered, ey. Das wäre ja mal so ein Throw. Megalatius Down, er wechselt aus. Auf dem T-Board muss Damage nehmen. Oh, das ist jetzt ein Fortune. Megaltaria nimmt Rocks, nimmt den T-Bolt. Ich habe einen Eisstrahl. Den werde ich vielleicht nicht drücken, weil der ist scary und so. Aber, genau. Oh. Das ist jetzt die Frage. Ist er deceit oder ist er rage-quitted? Auf Discord ist er online. Ja, ich würde sagen, wir remaken das einfach. Wir sehen uns später wieder. Gut, da sind wir wieder back. Die Musik hat sich, glaube ich, geändert. Unabsichtlich. Aber ist okay, wir sind wieder back. Nichts passiert, außer das. Außer das. Okay, ich könnte jetzt Ice Beam, das könnte nur nein. Nein, 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 nein. Das sind wir nicht, da sehe ich mich nicht. Ich gehe in mein... Es hat nicht, ob tatsächlich mein Miss Mage ist. Ich habe nicht lange drüber nachgedacht, über die Runde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich muss mir jetzt erstmal wieder reinfinden. Ich mag das halt nicht mit Disconnects. Ne? By the way, es war absolut nicht irgendeine Schuld von irgendjemandem. Sein Internet ist da einfach deceit. Ich habe nur ein bisschen schlechte Erfahrungen damit gemacht, deswegen bin ich da mal ein bisschen. Okay. Wollte ich nur mal sagen, weil, falls das so klang, eben, dass da irgendwas im Argen wäre. Nee, alles gut, alles gut. Erstmal gehe ich in Polen, glaube ich. Erst der Pivot in den Polen ist fein. Ich brauche den noch für Slowking. Obwohl, na, was heißt, ich brauche den für Slowking? Ich habe Megalatius. Megalatius handelt alles. So, also alles ist fein. Wir haben Podest. Ach, es ist okay. Ja, bim. Hat er gut gemacht. Hat er predicted. Das Gute ist jetzt aber, ich kann in mein, Miss Mages wechseln. Er drückt nicht Hyper Voice. Wenn er roostet, kill ich ihn mit zwei Hex. Er kann da eigentlich auch nicht viel reinpivoten. Nee, ich... Machen wir das. Wir wechseln Miss Mages. Let's go. Ja, geil. Wenn der Earthquake, umso besser, weil wir kriegen einfach sowieso eine Kill. Und wenn er roostet, wisst ihr was? Es ist ein Twit KO mit Hyper Voice, aber ein Twit KO mit Hex. Also dementsprechend, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Ich lass mich hier nicht für doof. Haha, guck mal, ich bin Venom. Tja, was machst du gegen den offensiven Ghost-Type jetzt? Ich brauche eh sowieso noch Empoleon für Jerry. Ich meine, ich habe auch noch Cobalion, also... Ich hab eine Menge Sachen, ich habe eine Menge Tools. Omega-Tag geht durch die Bürde down. Haha, nimm meine Bürde. Und, ups, das war... Never mind. Alles gut. Megataria ist down. Perfekt, genau. Drei Mons. Wir müssen aufpassen, Ember müssen wir wieder zurück. Ich meine, das Ding ist halt, Hex können wir ihn attacken und so, aber es hilft uns nicht viel. Hex hilft uns im Mega gegen Slowking. Ling Ling. Ling Ling ist ein Ember, genau. Aber wir können halt wieder zurück in unser Megalatius. Das sollte eigentlich... Wir sollten eigentlich keinen Grund haben, dass wir das nicht können. Wir können auch in unser Houndoom, wenn wir richtig Bock haben, auf den Flap. Das wäre crazy. Aber so crazy bin ich nicht. So crazy bin ich noch nicht. Also, ich bin schon crazy, aber noch nicht so crazy. ja, wir gehen in Ninja Dragon, let's go. Flammenblitz, genau. Ich meine, wäre ich jetzt in Houndoom gegangen auf den Flammenblitz, Alter, mit Flash, das wäre insane. Aber nee, wir können aber roosten. Er chippt sich selber down. Es gibt da keinen Grund, das nicht zu machen. Also, sind wir mal ehrlich, Bruder, bei die Fische. Genau, Genesung. Tiefschlag, ja. Aber gibt halt no reason. Gibt halt keinen Grund. Ja, aber Houndoom hilft mir auch nicht, weil ich kann ihn eh nicht anhitten. Also dementsprechend, ja, wir T-Bolten jetzt einfach mal. So, let's go. Jetzt sollte er Sucker Punch drücken. Aber wir machen halt Damage, also das ist alles fein. Es ist nicht so, dass hier was passiert. Ich weiß nicht, was er für ein Item ist. Er könnte halt Assault Vest sein oder sowas. Dann wäre er jetzt, to be honest, gar nicht mehr so schlecht hier, aber... Okay, jetzt... Hä? Jetzt Regular Attack. Der ist probably Assault Vest. Okay, aber Chip ist wieder down. Wir können wieder roosten. Ja, Megalatius ist halt balanced und macht Spaß und so, ne? Das war ein Crit. Das war ein Crit, guys. Das war ein Crit. Nope. Nope. Das sehe ich nicht. Weißt du, das sehe ich nicht.
Ich sehe nicht, dass ich diesen Tiefschlag nehme. Wieso outpredicte ich eigentlich? Das ist nicht so schwer. Ich rooste und dann attacke ich. So, das ist kein hartes Muster zu... Jetzt, ich meine, jetzt wäre Roost vielleicht der Play, weil jetzt ist Sucker. Aber bisher habe ich immer richtig gemacht. Bisher habe ich den Sucker Punch immer richtig predicted, obwohl eigentlich Roost immer mein Play war. Okay, diesmal kommt der Tiefschlag. Wenn wir nicht killen, Roost mal wieder. Weil er macht tatsächlich eine Menge Schaden. Genau, das. 150% ist tatsächlich was Cooles. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er Max Attack ist. Das sieht nämlich nicht danach aus. Okay, ja. Guys, was drücke ich wohl? Recover natürlich, weil Genesung ist der Play. Er killt sich jetzt halt selber mit Flabits. Aber das ist gut, das heißt, Ember ist weg. Und ab dem Punkt ist Haunum auch amazing, was crazy ist. Und ja, alles ist gut eigentlich. Was gut ist, wenn alles gut ist, dann heißt das, wir machen einen guten Job. So, Jirki ist immer noch da, also sollten wir mal nicht zu cocky werden, weil tatsächlich ist Jirki immer von Fred, vor allem wenn er alles flinchen kann. Gucken wir mal, dass das nicht passiert. Das wäre gut, wenn das nicht passieren würde, habe ich das Gefühl. Wir gehen in Empoleon. Empoleon ist wichtig, richtig und gut. Wir können den tricken. Aber... Na, gucken mal. Wenn er mich trickt, mir einen Scarf gibt und er läuft dich... Ich meine, dann hab ich Scarf Scald. Ich meine, ich bin immer langsamer. Aber dann ist er langsamer als mit Megalatis. Also ich heißt, ich kann CM, kann mir nicht genug Schaden machen, gewinnen on the spot. Also, ja, es ist okay. Trick mich. Weißt du was? Ich will jetzt mittlerweile sogar, dass du mich trickst. Ja, ich glaube, beim Polion sollte das so lohnen. Sollte er nicht irgendwie sowas wie Thunder Punch haben. Ja, dann kann ich wieder back to Megalatis, weil am Punkt bin ich mir ziemlich sicher, dass er Scarf ist. Eine Poli mit 170 HP sollte das trotzdem noch handeln, auch wenn es nur 170 HP sind. Iron haben wir schon gesehen, wie viel das macht, FIFA Resist sei Dank. Empoleon handelt mal wieder alles, weil es ist Empoleon, der Goat. Herzstempel, Hardstamp, okay, das ist... Das chippt mich ein bisschen besser runter. Problem ist, immer noch nicht gut genug, habe ich das Gefühl. Ja, immer noch nicht gut genug. Ja, ich drücke jetzt einfach Scald. Ich meine, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Gucken wir mal. Wait, ich kann eine Hundemon wechseln. Okay, ich bin bad. Ich hätte einen Hundemon einfach for free wechseln können. Well of Slow. Ja, okay, never mind. Ich hätte einfach einen Hundemon wechseln können, aber wisst ihr was? Ich dachte so, nee. Ich meine, das Ding ist halt, es hat sich für mich nichts geändert. Meine Lefties heilen mich wieder dahin hoch, wo ich vorher war. It is okay. Ich mache aber, um den Prozess jetzt zu beschleunigen, den Switch out Miss Mages, weil Hex ist halt mega threatening für ihn. Er kann mich nicht so hart hitten und ist einfach all around, glaube ich, ein guter Play jetzt hier. Ja. Also wechseln wir Miss Mages. In Venom, haha. Ich sollte nicht in mein Haunum wechseln. Das wäre fatal, weil er jetzt probably scoren wird. Also Venom, hi. Hi, mein Name ist Venom. Er hat Scald. Crazy. Hä, warum hat er nicht schon vorher gescaldet? Okay, whatever. Venom ist hier. Venom hat die Bürde. Bürde ist scary für ihn, weil er ist getoxic. Wenn er den Jiri wechselt, ist das sehr effektiv. Das ist alles gut. Das sind alles Sachen, die ich gerne hören möchte. Bürde. Let's go. Auf Wiedersehen, Slowking. Auf Wiedersehen. Ah. Let's go, Support Miss Mages macht auch einen Job. Das ist nice, das ist nice. Guck mal, Support Miss Mages. Hat nur Hex gedrückt, hat nicht mal was geburnt. Aber wisst ihr was mit dem Toxic Support? War das auch fein. Wir gehen in unser... Ja, Empoleon. Weil Empoleon saved uns den Win. Xenon Strict ist fein für uns. Wenn er Hardstamp drückt, gehen wir tatsächlich in Haunum und haben dann gewonnen. Iron Head ist Empoleon Win. Weil er macht netto ein Kapi Schaden. Haben wir letztes Mal gesehen. Wegen Lefties. Also ja, es ist Empoleon. Ice Punch. Aber das ist fein, weil wir recovern gegen den Ice Punch jetzt hoch. Wir pipi-stallen ihn, legit. Wenn uns... Wir haben scored. Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Das ist nice. Das heißt, wir gewinnen das Game hier. Was mich glücklich macht, wir haben ja genau, nichts, was uns hin kann. Wir gewinnen das Game hier, trotz der ersten Turn 15. Was crazy ist, hätte man vielleicht nicht gedacht. Man hätte vielleicht gedacht, krieg richtig aufs Maul nach Turn 1 und dann gewinne ich 5-0. Einfach keinen Mon mehr opfern, weil warum? Ich dachte einfach, hey, wisst ihr was? Geben wir als gute Geste am Anfang des Kampfes ihm einfach mal einen Mon und danach gewinnen wir einfach. Das war geplant, klar. Das war von Anfang an natürlich mein Plan. Niemand behauptet etwas anderes. So, und ich glaube, damit er halt keinen steinigen Weg mehr hat, warte, da hätte dich burn. Nee, okay. Ich habe gedacht, dass ich die folge vielleicht, aber nee. Nee, wir drücken sie, was.
Und Empoleon. Alter, Empoleon, ich sag doch immer, Empoleon ist so ein geiles Draft, man. Guckt euch das an. Gefreeze, juckt nicht, wir haben Scald. Empoleon hat Slowking gehandelt, hat Manectric gekillt, hat Jiri gehandelt, hat Altaria gehandelt, Alter. Einfach vier Monster. Der hat auch Tornadus gehandelt und Ember von mir aus auch. Okay, vielleicht. Ja, doch, hätte er gemacht. Empoleon. Empoleon ist so ein nices Draftmon. Ganz ehrlich, ach, der ist so gut. Der ist so gut. Megalades hat halt auch einfach hart gecarried. Einfach, kommt einfach die Voltages rein, macht nix, einfach nice. Hat nochmal nichts gemacht, das ist fein. Lando hat, Lando ist gedeiht. Lando hätte gewonnen. Aber dachte sich, nee, wisst ihr was? Earthquake Sweepen ist zu einfach. Miss Magic mit dem nice Support. Cobra hat die Rocks gelegt. Das ist das Einzige, was ich von ihm wollte. Und tatsächlich, die Rocks haben so geholfen. Das ist nice. Gut, ich glaube, ja, Empoleon hat, ganz ehrlich, Empoleon hat das mit Megalatrix gemacht. Empoleon und Megalatrix als Kombi haben einfach reingehauen. Und ich sag einfach mal so, das ist einfach eine nice Kombi. So mit, oh, jetzt ist er DC. Jetzt hat er seinen Reiters ausgemacht. Okay, jetzt kann man es ihm nicht mehr verügeln. Gut, ich verabschiede mich. Na, das hat sich wieder so ein Internet. Ja, ist auch wurscht. Gut, ich verabschiede mich dann mal. Ich bin recht glücklich. Ich glaube, welcher Spieltag ist das? Keine Ahnung. Wir stehen Spieltag zu null. Haha, let's go. Ich verabschiede mich dann mal und sag bis dann und ciao.